Moin Leute, was geht? Ich bin euer Elite Gamer 1337. Heute mal zurück zu Just Cause 4. Mal schauen, können wir mit den Clubs hier hin vordrücken? Fortsetzen. Können wir die Clubs hier hin schicken? Ja, können wir. Nein, können wir nicht. Verschiebe die Front durch eine. Im Ernst jetzt? Gut, das heißt, wir müssen wahrscheinlich das hier. Ja, wir müssen eindeutig den Hammerparas machen. Ja, aber dafür würde ich sagen, machen wir jetzt mal etwas von. Ja, wie? Ja, diese Folge wird jetzt eine Nebenaufgabenfolge. Nebenaufgabenfolge. Wo müssen wir hin? Eine Folge mit Nebenaufgaben und vielleicht nehmen wir noch die andere Basis dort ein. Wo müssen wir hin? So, wo ist das? Würde mich jetzt wirklich interessieren. Sollte aber irgendwo in der Nähe sein, oder? Ja, könnte sein, dass es hier ist. Man kann sich in diesen Höhlen schnell verirren, Rico. Sei also vorsichtig. Aber da unten liegen auch irgendwo die Überreste von Otto Rongos geliebter Schwester. Na, ich glaube, wir sind richtig. Haha! Aber nicht im Wasser. Ja, und ich glaube, jemand war schon hier. Lichter. Oder wieso gibt es die Lichter hier? Entweder jemand war hier oder. Ich habe keine Ahnung, wieso hier Lichter sind. Ich glaube nicht, dass die Leute von früher solche Lichter hatten. Ich weiß nicht, sind wir jetzt richtig oder falsch? Na, dort oben ist glaube ich kein Ausgang, oder? Ich glaube, wir müssen zwar den Statuen folgen, aber ich weiß nicht, wo die Statuen sind. Also, ich habe hier eine Statue gesehen, also wohin die sie zeigen, weil sie müssen ja irgendwohin zeigen. Ja, da ist der Ausgang, oder? Nein, ist das nicht. Gut. Wir müssen jetzt irgendwo einen Schalter finden oder so. Okay, dort ist irgendwas. Da ist der Schalter. So. Soweit ich das beurteilen kann, war Otto Rongos Schwester eine kluge, sehr nachdenkliche Frau, die die Wirkung der Kräuter in dieser Gegend kannte. Otto Rongo hat ihr Grab gut versteckt. Zu Ehren ihrer Vorliebe für die Natur wurde sie in einem der Naturwunder von Solis begraben. Das sieht so aus wie, wie heißen diese Teile? Ja, toll. Das zerstört jetzt erstmal ein paar von diesen. Ja, wie ist das? Ach, ja, wie eine Spirale, wenn er so richtig wie eine Spirale da durchgehen würde. Könntet ihr mal dort reingehen? So, gut. Das Grab ist offen. Dann schauen wir mal, was uns Otto Rongos Schwester zu erzählen hat. Ja, das war jetzt ziemlich leicht. Finde ich. So. Den bewaldeten Bergen, die... Wirst du daraus irgendwie schlau? Eigenartig. Sehr eigenartig.
ergibt alles noch keinen Sinn. Da muss noch mehr dahinter stecken. Na, vielleicht ist da oben noch etwas. Nein, sieht nicht so aus. Von der Seite nichts. Ja, toll. Ja, und das Beste ist einfach erstmal in ihren Baum reinfliegen, den man sieht. Hey Kleiner, wenn wir durch den Sturm kommen wollen, brauchen wir was, damit wir nicht gebraten werden. Am ehesten finden wir wohl bei Meteolab was Passendes. Ja, und wodurch kann ich die Front dorthin verschieben? Meteolab ist hier, oder? Wo ist Meteolab? Ja, das ist hier. Stimmt's? Ja, Meteolab sollte hier sein. Ja, gut. Was gibt's sonst noch? Ja gut, dann verschieben wir die Front halt hier hin. So. Fabrikkiste. Gerade 3. Nachher brauchen wir 2 Truppen, das heißt, wir machen das hier jetzt und vielleicht machen wir nachher noch etwas von Garland. Garland King. Ja, und dann sollte ich erstmal eine Pause machen. Ich nehme gerade 4 Folgen am Stück auf. Für die, die es wissen wollen, also die ersten 4 Folgen. Vielleicht habe ich noch etwas davor aufgenommen. Aber jetzt wirklich so komplett am Stück nehme ich die 4 Folgen auf. Komm, treff, treff, treff. Ja, Mann. So. Wenn ihr irgendetwas in der Höhle oder so sieht, was nicht so hierzu passt, schreibt es mal in die Kommentare. Oh ja, ich weiß jetzt, was ich noch erzählt habe, letzte Folge. Sheldon hat irgendwas von der Stacheldrachenbasis in Medici erzählt. Rico, ich markiere Prospero Robotica für dich. Wegen dem hier? Roboter? Drohnen, modernste Killer-KI. Prospero hat eifrig daran gearbeitet, die düstere Zukunft der Kriegsführung Wirklichkeit werden zu lassen. Tja, man tut halt, was getan werden muss. Hey, wenn wir uns die Fabrik schnappen und unsere eigene Killer-KI entwickeln, sind wir noch längst nicht erledigt. Ich bin bei Prospero. Wo sind diese Konsolen? Die Blaupausen für die einzelnen Drohnenmodelle müssten im jeweiligen Testbereich zu finden sein. Du müsstest die Blaupausen an den Diagnosekonsolen auf dem Testgelände runterladen können. Okay, das ist das hier. Wo ist die Diagnosekonsole für das? Da. Ich glaube, in der Nische da ist eine Konsole. Aber ich muss erstmal die Drohne hier zerstören. So. Hier hätte mich sonst angegriffen. Helikopter im Anflug, begeben mich zum Einsatzgebiet. Nein! Verdammt! Ja, toll! Ja. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Rico, schau dir diese Konsole an. Luftunterstützung ist unterwegs. Im Ernst jetzt? Scheiße!
Die wollen einander nicht angreifen. Die haben aber etwas anderes, was sie machen immer, wenn... Wobei, die greifen einander schon an. Und wenn man versucht, auf ihnen zu reiten, dann machen die etwas Komisches. Jetzt. Komm her, Helikopter. Mach im Ernst. Komm hier raus. Verdammt! Hört mal auf zu schießen. So. Ja, endlich. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Ja, das hat wohl auch er darum. Für PR-17. Weil, wartet mal kurz, vielleicht sieht man die Konsole in dem Menü anpassen. Wobei der Held von Solis sieht ja auch recht gut aus. Finde ich. Nein, sieht man nicht. Ob... Ja, auch egal. Was gab's noch für Drohnen? Ich weiß, dass es noch zwei hat. Ja, ey. Kann man ja auch sehen. Auf der Konsole müsstest du die PAS-Blaupausen finden können. Prinzipiell sehr intelligente Raketen. So. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Luftunterstützung ist unterwegs. So. Okay. Ich würde sagen, ich nehme mal das hier. So. 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 Oh. Ja, toll. Ah, das hat eine Überladung, der Dorn. Das heißt, wir erledigen mal kurz die Drohne dorthin. Bevor die mich auch wieder versucht zu rammen. Warte, ja. Toll. Das war verschwendete Munition, aber jetzt geht's. Jetzt sollte es gehen. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten, wachsam bleiben! Habt die Blaupausen! So, letzt. Ja. Eigentlich sind wir schneller drauf, als da, wo ich zählt, das erste Mal. Ich glaube, in der Nische da ist deine Konsole. So. Ach, komm schon, schnell. Nico. Ich liebe das. So, bitte sag, jetzt geht's. Ja, sollte jetzt gehen, weil die sehen mich nicht. Ich habe die Blaupausen für die PR-83 Kampfdrohne. Das wären dann alle. Oh, ein Mist. Die Blaupausen sind völlig unverständlich. Müssen verschlüsselt sein.
Im Fabriksystem gibt's einen Kodierungsschlüssel. Ohne den sind die Blaupausen nutzlos, die du gefunden hast. Stöpsel mich ein. Ich muss einen Transmitter hochfahren. Ich markiere dir einen Zugangspunkt weiter unten auf dem Dach der Verwaltung. An alle Einheiten, Position halten. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Also, das ist die Basis. Ja. Gut, macht euch mal auf ein paar Fails bereit. Izzy? Fahr den Transmitter hoch. Ich versuche, den Kodierungsschlüssel so schnell wie möglich zu finden. Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter. Trennt die Verbindung um jeden Preis. Schickt jede einzelne Drohne los. Bringt den Turm zum Einstürzen. Sorgt dafür, dass der Transmitter nicht zerstört wird, Rico. Wo ist die letzte Drohne? Da oben. Panzer im Anmarsch, Rico! Oh, weiter, kein Ton. Wo? Dort. Status? Arbeite noch dran. Hab's fast. Vielleicht. Echt wirklich nur den Befehl, sich auf den Turm zu konzentrieren. Die schießen ja wirklich nur den Turm ab und nicht mich. Ah, im Ernst, jetzt der Turm rettet schon wieder einen Helikopter. Pass auf, Rico! Ein Panzer ist auf dem Weg zu dir! Wo? Das ist ein Helikopter. Da bist du ja. Hab ihn. Download läuft. 10 Sekunden. Helikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. Du musst ja, diese gut. Drohnen vom Transmitter fernhalten. Der wird nicht ewig durchhalten. Aber sind ja schon fertig. Ich hab den Kodierungsschlüssel. Ich fange an, die Blaupausen zu dekodieren. Okay. Sobald wir diese Fabrik haben, können wir mit dem Bau unserer eigenen Drohnen anfangen. Gute Arbeit, Rico. Wir sprechen uns, Sargento. Panzer sind unterwegs, werden in Kürze eintreffen. Ach, ist das? Du hast doch nichts dagegen, oder? Das. Panzer. Gut, wir können den Hammer fast nicht holen. Das heißt, wir müssen ein bisschen Chaos machen. Bestätigt! Feind ist in einem Panzer! So. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Zentrale, wir werden angegriffen. Helikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. Ich muss. Ja, toll. Weg. Und Raketen. Ja, das ging gut. So. Kontakt zum Ziel verloren. Womit fliegt er jetzt gerade? Ah, jetzt sieht man. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt wiederherstellen. So.
Ja, toll. Ha! Kann man da noch Chaos machen? Nein, nicht mehr wirklich. Oh, da gibt's aber noch etwas Interessantes, glaube ich. Könnte sein, dass das interessant ist. Das ist einfach das Trainingsgebiet. Nein, das ist einfach das Trainingsgebiet. Ich würde jetzt aber mal wirklich interessieren. Ja. Wie wir jetzt noch mehr Clubs bekommen, weil normalerweise kriegt man Clubs nach dem Erwerben von einer Fabrik. Hallo. Ein Undercover-Agent der Schwarzen Hand wartet in deiner Umgebung darauf, abgeholt zu werden. Wie wär's, wenn du dir das Auto schnappst und ihn damit abholst? So, jetzt haben wir das Auto. Ich brauch das Ding. Alles klar. Hol die Zielperson ab. Ist das jetzt wieder so eine Aufgabe? Es muss wie ein Unfall aussehen. Herr Ruiz, das Ziel ist im Fahrzeug. Witzig. Und jetzt zerstör das Fahrzeug, aber lass es wie einen Unfall aussehen. Sie dürfen nicht erfahren, dass wir was wissen, okay? Ja. Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Wenn ich zu spät zu meinem Treffen komme, kannst du dich auf was gefasst machen. Gar nicht zu deinem Treffen. Ja, genau wegen dem. Hab ich ja. Das war's dann für diesen Passagier. Die Zielperson ist verschwunden und unsere Quelle ist weiterhin sicher. Gute Arbeit, Rico. Ja. So, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Bis zur nächsten Folge. Bye. Leute!